Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Growing Up. Wir werden größer. Letzte Folge, ja, war es ein bisschen romantisch, ne? Oh, jetzt schon wieder der Typ, ne? Haben wir schon in der letzten Folge gesehen. Ich kann ihn nicht leiden. Luna, hey. Vor der Schule siehst du Sam, den Footballstar, der dich im Sportunterricht mit dem Ball getroffen hat. Was willst du? Du bist doch nicht immer noch böse auf mich, oder? Es tut mir wirklich leid, dass ich dich mit dem Ball getroffen habe. Nächsten Freitag findet ein Footballspiel statt. Willst du kommen? Ich will das wieder gut machen. Du weißt schon, die Sache letztes Mal. Ich mag keine Footballspieler. Aber zur Versöhnung? Es ist auch schon ein Weilchen her. Normalerweise würde ich das einfach vergessen. Ja. Okay. Na gut, ich werde kommen. Cool, dann könnten wir etwas abhängen. Nein, das wollte ich nicht. Ich habe nur die Entschuldigung angenommen. Ja, vielleicht. Er klopft dir auf die Schulter? Ja, Bro. Eilig rennt er davon. Okay. Weird. Okay, wir haben wieder volle Energie. Aber das würde ich für was anderes nutzen. Da. Das. Du siehst nie den Informatiker, wie er den 8-Modus der Arcade-Spiels ansieht, dass er immer spielt. Er scheint im Moment nicht zu spielen. Hallo Neil, wie geht es dir Ihnen? Oh, ganz gut. Sind Sie mittlerweile auf der Wellenlänge mit Ihren Schülern? Ja, hab einem von ihnen den Trick gezeigt, den du mir gezeigt hast. Er war ziemlich beeindruckt. Ich habe mich wie ein Superheld gefühlt. Sehr süß. Und ich muss auch sagen, dass es nicht geistig jung und fit hält, zu sehen, was die neuen Generation mit ihren Programmierkenntnissen machen. Früher oder später werde sie mich überholen, aber jetzt noch nicht. Klingt alles? Hätten sie alles im Griff? Ich denke auch, aber man darf auch nie vergessen, am Ende geht es bei jedem Job um Menschen. Auch wenn Computer wirklich toll sind, denn man kann echt unglaubliche Dinge mit ihnen anstellen. Man erschafft ganze Welten mit Hilfe von Codes und Programmierung, Pixel und Syntax. Ich hoffe, dass du dein Interesse für Informatik nicht verlierst und immer daran bleibst. Vielleicht wirst du eines Tages sogar selbst Spiele wie diese entwickeln oder gar ein Programm für die NASA. Erst er schenkt dir ein
breites Lächeln, doch irgendwie zieht sich jetzt eine peinliche Stimmung durch den Raum. Bis, sag mal, hast du vielleicht noch eine Münze? Hey, guck doch nicht so. Ich hab keine Kleingeld mehr, aber ich würde es gern noch eine Runde spielen, bevor ich nach Hause gehe. Okay. Ja, wir sind wieder so auf einem normalen Stand hier. Soll ich nochmal spielen? Einmal spielen geht noch, dass ich ein bisschen positiver bin. Gut. Dann. Okay, was brauche ich noch hier? Das ist gut, das ist gut. Das war gut. Okay. Abgeschlossen. Intelligenz können wir immer gebrauchen. Sehr gut. Okay. Ich mache Zufall. Schauen, was passiert. Ja. Perfekt. Da hatte ich wieder mal Glück. Das braucht 30. Habe ich irgendwo... Bringt kaum was. Damit kann ich alles öffnen, oder? Gut. Fertig. Nächste Seite. Ach nein, hier. Habe ich noch irgendwo was vergessen? Nein. Gut. Nächste Seite. Ich muss bis hierhin. Das geht nicht. Perfekt. Das ist jetzt Cheaten. Hier ist noch. Ich hoffe, ich übersehe nichts. Das muss ich fast mitnehmen. Das hier. Das hier. Habe ich noch einen goldenen Hut hier irgendwo? Nein, sieht nicht so aus. Das kostet ja nichts, nein. Okay, können wir jetzt gleich nochmal auf eine Seite wechseln. Ja komm, nehme ich das und nochmal. Das ist jetzt schon die dritte. Ist hier... Das wäre halt... Ich brauche das. Ich brauche 25. Das. Ja. 10. Mist.
Ja, jetzt vorbei. Ich wollte noch da irgendwie runter. Aber das ging nicht mehr. Okay. Vor der Highschool siehst du einen Rowdy Richard. Freund Richard. Alter, mein Hirn. Ich habe wieder verwechselt. Na, Gott. Ja, so schlimm ist das manchmal. Freund Richard. Richard? Du wirkst ihm zu. Du winkst ihm zu, doch er weicht deinen Blicken aus und geht in die andere Richtung. Das war seltsam. Zuerst glaubst du, dass er dich nicht erkannt hat, doch auch bei einigen anderen Gelegenheiten geht er dir offensichtlich aus dem Weg. Er ist verliebt. Er ist eindeutig verliebt. Luna, es ist an der Zeit, dass du die zwei wichtigen Dinge in Erinnerung Dinge lernst. Okay. Wissen und Glück. Die sind auch wichtig, aber ich meinte etwas anderes. Ein guter Händedruck und ein nettes Lächeln. Was soll das alles? Lern mich Meister. Was? Lehre mich Meister. Was soll das alles? Das klingt irgendwie lustig. Das wollte ich mein ganzes Leben schon hören. Alles klar. Na dann hör mal gut zu. Wenn du jemandem die Hand gibst, achte auf einen festen Händedruck. Aber auch nie zu fest, sonst denkt der andere, du willst ihn einschüchtern. Und versuch immer breit zu lächeln. Aber auch nicht zu breit, sonst denkt er andere, du führst was im Schilde. Erinnere dich an die beiden Regeln und du wirst Erfolg im Leben haben. Ich glaube, da gehört ein bisschen mehr dazu. Ich wusste nicht, was mich erwartet würde, aber irgendwie klang das jetzt ein bisschen enttäuschend. Okay. Entschuldigung. Mach einen guten Eindruck. Okay. Machen wir. Wir brauchen Sternchen. Können wir jetzt was Neues? Kleidung haben wir nichts Neues. Ich könnte jetzt zusätzlich Geld. Auf Gehirnpunkte Limit 15. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, Digga. Ich weiß ja nicht. Wir haben jetzt einiges an Geld.
Eine Spielhalle. Würde Intelligenz dazu bringen. Ich krieg dafür Geld. Let's go. Dann machen wir das hier noch einmal. Und dann müssen wir essen gehen. Ich schau mal kurz ins Einkaufszentrum. Ich weiß ja nicht. So klassisch. Neue Frisur. So Dreadlocks. Ich glaube, es würde zur Zeit passen, die gerade ist. Ach, weiß nicht. Ich glaube, ich lasse das. Ich finde das halt irgendwie cool. Ja doch, das finde ich cool. Let's go, kaufen. Okay. Ja, sieht schon stylischer aus. Okay, 15 Energie. Kann ich, glaube ich, nichts machen. Aber mit Geld. Ja, ich brauche ich halt dringend. 15. Aber dann geht's mir gut. Ja, okay, das lasse ich. Wir haben keine Energie mehr. Was lernen wir? Ich würde... Warte, wir gehen noch mal kurz hier. Ich hole mir das doch noch. So, und jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sollte sich ausgehen. Und nochmal hier Computer. Für ein bisschen Geld. Computerspielen, nein. Lose. Ah. Geschafft. Stern. Was spielt sie da? Super Mario? Ja, ist jetzt das Spiel? Ein gewöhnlicher Schultag ist nicht ungewöhnlich, aber ab und zu ein weinendes Mädchen auf der Tribüne des Sportplatzes zu sehen. Heute ist es allerdings Alicia. Du hast sie seit dem Schulball nicht mehr gesehen. Was ich würde super suspendiert. Ich hatte heute keine Lust auf mein übliche Tisch. Als du zu ihr kommst, versucht sie zu verstecken, dass sie geweint hat.
Ich wollte dir nur sagen, dass nicht ich dich verpfiffen habe. Ja, ich weiß, das war dieser lahme Sprotttyp. Ich habe ihn verwischt und dann hat er mich die Schuld, mir die Schuld gegeben. Weißt du, ich möchte lieber alleine sein. Sich neben sie setzen. Ich soll dir schon helfen, oder? Auch wenn sie echt blöde Dinge macht. Ich habe dir doch gesagt, dass du mich in Ruhe lassen sollst. Dir gehört nicht die ganze Schule, auch wenn du das denkst. Du setzt dich neben sie. Sie sieht aus, als ob sie doch noch mal eine Bemerkung machen will. Aber dann schaut sie nach unten auf ihre Schuhe. Eine Zeit lang schweigt sie und sie hört auf zu weinen. Nur zur Information, meine Eltern haben sich scheiden lassen, deshalb weine ich, okay? Nicht, weil ich von der Schule suspendiert wurde oder so. Nicht, dass das nicht auch bescheuert wäre. Mein Date hat mich 6 Stunden per Telefon angeschrien. Okay. Ich wohne gerade mit meiner Mom zusammen. Mein Dad bezahlt alles, aber sie gibt wahrscheinlich gerade noch mehr als normal aus. Und ich muss irgendeinen gemeinnützige Arbeit machen. Ich muss in so einem blöden Krankenhaus arbeiten. Keine Ahnung, ich ist noch nicht losgegangen. Das ist sowas von beschissen. Meine Mutter wird mich fahren und abholen. Das heißt, all meine Abende sind ruiniert. Zumindest hat mein Vater mir nicht die Kreditkarte weggenommen. Er hat nur herumgeschrien. Ich dachte, keine Ahnung, was ich dachte. Sie unterstützen. Ja, wir unterstützen sie. Ich kann gerne im Krankenhaus vorbeischauen. Vielleicht hast du zwischendurch ja mal eine Pause. Ich weiß nicht. Aber ja, warum nicht? Klingt eigentlich okay. Sonst langweile ich mich dort nur während der Pause. Dann können wir uns zusammen langweilen. Irgendwie süß. Sie antwortet darauf nicht, sondern bleibt ruhig sitzen, bis die nächste Unterrichtsstunde beginnt. Verstanden. Okay. Ich mach das als nächstes.
Energie. Energie ist gerade so wichtig. Wie nutzen wir unsere Energie? Das ist halt die Frage jetzt. Ich lasse das jetzt mal. Was brauchen wir noch? Oh, das habe ich irgendwie. Charisma. Okay. Das hier brauche ich. Das ist wichtig hier. So. Gut. Das nehme ich noch. Das hier. Hier ist schon die nächste Seite. Das nehme ich noch mit. Habe ich hier noch irgendwo... Hier ist noch ein goldener Hut. Aber sonst noch irgendetwas? Sonst nehme ich jetzt mal Charisma. Alles mit, was geht. Okay, jetzt fertig. Nächste Seite. Energie, das hätte ich gern. Dass wir mehr Energie haben. Das Problem ist, wir sind davon viel zu weit entfernt. Da geht es jetzt wirklich um Glück. Das sieht nicht gut aus. Oh. Perfekt. Easy. Habe ich hier noch irgendwelche... Da? So Punkte. Da. Golden. Hier. Was braucht das? 25. Das ist teuer. Aber das muss ich fast nehmen. Erhöht alle Attribute um 15. Mach ich mal. Gehirnpunkte ist wichtig, muss ich eigentlich immer mitnehmen. Es ist auch nichts für die nächste Seite, oder? Habe ich hier irgendwo einen Zufall? Hier. Kostet 20. Wenn ich Glück habe, komme ich da auf die nächste Seite. Oder Energie. Das bedeutet, wir könnten es ja ein bisschen mehr Essen kaufen. Oder mit Energiesachen. Ja komm, Energie. Und ist nichts für die nächste Seite, nein. Ja, ich gehe mal auf Glück. Bitte die nächste Seite. Das rote mit dem Pfeil. Bitte, 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 bitte. Ja! Perfekt. Ich muss hier lang. Gut, ich bin am weitesten davon entfernt. Okay, gut. Ich kann jetzt wieder auf die nächste Seite. Okay. Mal schauen, wie es hier läuft. Hier kriege ich mehr. Oh, perfekt. Perfekt.
Nein, ich hätte das nehmen sollen. Ah, dann wäre das wieder perfekt geworden. Ach, Mist. Und wir brauchen unbedingt Karma. Ja. Ich brauche irgendwas, wo ich Karma bekomme. Comic lesen bringt mir nichts. Ich gehe mal hier essen. Ups, das wollte ich nicht. Okay. Kein Geld. Okay. Dann stecke ich hier 40 Energie rein. Nochmal. Das habe ich schon fertig. Nochmal 40 Energie. Mit 10 Energie kann ich mir nichts kaufen. Das könnte ich machen. Okay, hier irgendetwas. Das bringt mir halt nichts. Geld habe ich noch. Unterhaltung, Karaoke. Wäre cool. Oder einfach mal Geld. Ich weiß nicht, was kommt nach der Highschool? Das Leben, oder? Leute. Oh, und wie ich sehe, war es das auch schon wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns garantiert in der nächsten Folge wieder. Schreibt was Nettes in den Kommentar. Würde mich freuen und ciao, ciao. Hab euch lieb.